Grüß Gott miteinander. Ja. Grüß Gott miteinander. Hier ist der Meier Werner. Ja. Heute mal nicht über Fotobearbeitung oder so, sondern ja. Warum mache ich jetzt das? Ja, also es geht um ein Gaming. Ja, wir wollen heute was angamen, das ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Ja, es heißt Pang Gownship Elite. Ja, dieses Pang Gownship Elite kam mal im Jahre 2010 raus. Und zwar habe ich damals die Software gekauft von GameStar. GameStar hat immer so Demos rausgegeben, unter anderem aus Star Trek New World. Dieses habe ich auch installiert. Ja. Dieses werde ich aber dann beim nächsten Mal unboxen und angamen. Ja. Und heute wollen wir einfach mal einsteigen. Ich starte dieses Programm jetzt gleich mal, oder dieses Game. Ja. Seid also nicht traurig, wenn also nie, nur hier oben ein Bild kommt auf der rechten Seite und nicht der volle Screen. Ja, und ich gehe mal hier zurück, sonst wird es mir dann zu laut. Ja, so, nur dass ich auch was höre. Hier kann man das neue Game spielen, dann Multiplay ist eben über Internetverbindung, dann sollte man aber mehrere Partner haben, Optionen, da kann man sein Spiel einstellen, hier mag die Kredit und hier kann man wieder rausgehen, wenn man mag, aber heute mögen wir ja nicht, deswegen, so, hier kann man seinen Namen eingeben, ich habe das schon getan mit Xilius und hier kann man, ja, einstellen, in welcher Form man spielen möchte. Möchte man Medium spielen, Hard oder Easily? Ja, ich spiele Easy. Ja. Ich starte das Game mal und zuerst kommt ein kleiner Vorfilm und den könnt ihr jetzt mit mir zusammen genießen. The raw material necessary to our survival is transferred across space in convoys made up of barges and a tug. This convoy is on its way to a transfer portal. The barges rely on the tug to reach their destination. Protecting the tug is a priority. Your mission is to safeguard the convoy until it reaches the transfer portal. Sektor ships are en route to intercept the convoy. Your task will not be easy. They fight to the death. Use your weapons and shield to their maximum. So, jetzt geht's dann gleich los mit dem Spiel. Ja, immer abhängig, wie gut es mal ist, so lang geht das Spiel eigentlich. Ja, und ich werde jetzt da mal ein paar Sachen zerstören. Werde mir aber hier die. So, dann haben wir es gegeben. Ja? Genau, ja. Also, ich werde nicht zuerst mal hier. Das da hier, was die hier sind, sind die Transporter. Ja, die Transporter müssen hier vorne durchs Gate gehen. Ja, da können wir mal hingehen. Ich muss auch zuerst gucken. Auto-Targeter deaktiviert. Auto-Targeter aktiviert. Auto-Targeter deaktiviert. Ich muss auch zuerst mal gucken. Wo ich die Geschwindigkeit hole. Ja, also ich habe dieses Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich muss auch wieder gucken. Ich kann irgendwo. Hier kann ich natürlich die Optik auch verstellen. Ja. Also ich werde mich zuerst mal ein wenig durchsuchen. So, wer ist weg? Wer kann meinen Schiffen nichts mehr anhalten? Oh, da ist noch was da. Life, critical level. Wer beschießt mich um Gottes Willen hier? Ja. Life
Jetzt hat es mich erwischt. Und woher kam das? Ja, irgendwer hat mich hier ganz übel mitgespielt, ja? Ja gut, wollen wir nochmal gucken. Ja, jetzt hat es mir meine Transporter erwischt. Das ist gar nicht gut. Ja, das war das Spiel, ja? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich spiele jetzt das nicht noch ein zweites Mal, ja. Ich muss jetzt dann gleich mal schlafen gehen, genau. Aber ich wollte das euch einfach mal nur unter die Nase reiben, ja. Das Spiel, weiß nicht, ob man das irgendwo noch kaufen kann. Man muss es wahrscheinlich googeln, ja, könnt ihr ja mal abschreiben. Pang Gownship Elite, vielleicht gibt es eine Möglichkeit und ihr könnt euch dieses Spiel kaufen oder runterladen. Vielleicht gibt es das noch in einer neuen Version. Okay, das wäre es gewesen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann lasst es sein. So, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal.